Jo, Freunde, und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Krass Nikolai. Und ja, Leute, ich komme gerade hier von Arbeit heim, ne? Und dachte mir, was kann ich denn heute für euch reviewen? Und wir gucken mal, was wir alles haben. Oh, das wird etwas Besonderes, das zeige ich euch ein anderes Mal. Oh, was habe ich denn hier? Parmesan, Gösser, Naturradler. Ja, eine Melone ist so und nicht mehr ganz, ganz. Und, Eier. Und, boah, Leute. Den hier, auf den könnt ihr euch schon freuen. Das werde ich jetzt hier gleich mal liegen, ey. Den werde ich auch bald reviewen. Das ist richtig krassen Eistee, Alter. Das haben wir. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Emio-Limonade. Alle, wo kommt denn das her? Ey, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Emio, jede Sorte ist ein fruchtig fresher Mix aus verschiedenen Früchten, kreiert von Emio und seinen Schwestern, Digga. Alle, wer ist denn der Emio, Digga? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ey, aber das müssen wir echt probieren. Emio Limonade, richtig fresh, Alle. Ja, guck mal, Ali. Was ist denn das hier für ein Geschmack, ey? Ist das eine. Oh, ja, eine Drachenfrucht, Alter. Oh, schmeckt nach nix wahrscheinlich. Das hier übrigens ist Parmesan ein bisschen. Mermaid Fantasy. Digga, eine Mermaid, ist das nicht so eine Meerjungfrau, Ali? Keine Ahnung, ne? Ey, ja. Oh ja, da sehe ich's. Wassermelonen, Drachenfrucht, Kirschgeschmack. Ali, ja, die Kirsche, die schmecke ich hier richtig raus, Ali. Aber die Wassermelone jetzt nicht so. Wir probieren es einfach mal, ob das hier so schmeckt wie eine Wassermelone, ey. Ja, ich weiß nicht so genau. Also, schmeckt hier nicht so krass nach Wassermelone. Oh, das ist mir die Salami runtergefallen. Let's go. Aber ja, eher so nach Kirsche. Jawohl, doch, jetzt merke ich es. Ja, doch, der Kirsch-Wassermelonen-Geschmack, ja. Mit schönen Kohlensäure, Ali. Ist schon geil. Also kann man sich richtig gönnen. Ist richtig erfrischend. Ist jetzt nicht so süß, Ali. Aber ja, ey, mega krass geil. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Aber wenn ihr das mal findet hier irgendwo und ihr wisst, wo ich das gekauft habe, Ali, schreibt es mir in die Kommentare. Denn das kaufe ich mir vielleicht nochmal. Vielleicht gibt es da auch noch andere Geschmäcker. Das wäre richtig krass. Gut, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Krass Nicolet.